Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Gartensimulator. So, als erstes mal den Dünger hier natürlich rausholen und einen neuen Dünger verstauen. Das ist unsere erste Aufgabe, die wir ja machen müssen. Da einmal rein und hier hinten auch mal. So, dann werden wir gleich die... Was sind das hier? Gazanie. Die werden wir gleich düngen. So, dass wir da richtig gute rauskriegen. Wunderbar. Wir haben sogar noch einiges an Dünger übrig. Ah, die kann ich auch einsammeln. Ne, die kann ich nicht einsammeln. Dann werden wir die einfach mal düngen, weil ich glaube, wir haben ja ein bisschen Dünger. So, dann kann ich den nämlich hier reinpacken. Dann haben wir 19 mal Dünger übrig. So. Dann geht es jetzt ans Paprika ernten. Moment, da ist ein Sprinkler. Chili. Müssen dann nämlich mal langsam ein bisschen weiterkommen. So, neuen Fähigkeitenpunkt haben wir. Aber erstmal gießen. Vielleicht gehe ich sogar noch mal aufs Gießen, dass das alles hier ein bisschen schneller geht. Dann kommen wir auch schneller voran. Guckt mal, das flutscht. Ah, hat nicht ganz gereicht. Jetzt aber. Mal gucken, der Rest ist alles gegossen. Wunderbar. Hallo Mizi, ich streiche dich mal. Neuen Fähigkeitenpunkt und Aufgabe haben wir noch nicht. Gehe ich aus Mähen, aus Bewässern. Florist ist natürlich Blumenhammer. Jetzt kriegt man auch ziemlich viel jetzt. So, die sind auf jeden Fall alle gedüngt. Moment, da ist Unkraut. Muss ich natürlich dahin packen, das hebe ich mir auf. Irgendwo ist ja auch noch Unkraut dazwischen. Das sieht man aber immer so schlecht irgendwie. Das sind ja meine Blumen, das ist ja kein Unkraut. Ich habe zumindest neue Sachen hier im Online-Shop verfügbar. Echt nur ein Gartenzwerg. Boah. Okay, ich brauche aber immer noch die Stockrosen. Was machen wir denn da heute? Müll habe ich nicht. Unkraut 3. Wir haben noch die Auberginen. Warte mal, ich habe nur noch die Auberginensamen. Die wollte ich eigentlich hier pflanzen. Da kriege ich auch nur noch eine hin. So. Sehr gut. Eine wird sogar mitgewässert. Die andere muss ich bewässern. Aber ich hier einen Sprinkler habe. Okay. Ah, die Auberginensamen bin ich los. Hier ist aber irgendwo noch Unkraut. Würde ich gerne mal wissen, wo das ist. Ich kann aber auch noch nicht weiter freischalten. Das ist ja das eine, was ich hatte, ne? Das kann ich eigentlich auch verkaufen, weil ich muss eh bald meinen Rasen wieder mähen. Da ist noch was. Da ist noch ein bisschen... Rasen, aber das bringt hier nichts. Oh, warte mal, hier habe ich natürlich auch noch Müll. Den kann ich noch wegpacken, da gibt es noch ein bisschen Geld hier. Und da hinten liegt nur noch so ein schöner Rasen. So ein schöner Rasen rum. Und ich müsste auf jeden Fall ein bisschen was anbauen wieder. So. Weil die nächste Erweiterung ist halt auch ziemlich... Die nächste Erweiterung ist halt auch ziemlich teuer. Da
Warte mal, das ist noch nicht erntebereit. Meine Miets liegt hier rum. Mal gucken, Gurken geht noch nicht. Da brauche ich Paprikas. Bestelle ein Feld mit 14 ausgewachsenen Paprikas. Boah, okay, das ist natürlich heftig. Wir können Karottensamen anbauen. Ich werde mir mal 15 Karotten kaufen. Hier brauche ich immer noch Prunkwinkel. Ja, die sind noch nicht fertig. Bei der Stockrose brauche ich Leberbalsam, 16 Felder. Ja, da muss ich erst warten, bis das alles weg ist. Dann kriege ich das mit den 16 Dingern wahrscheinlich hin hier. Also da, da sind auf jeden Fall die Primeln und hier ist auch noch ein bisschen was. Was hatte ich jetzt? Karotten, ne? Karotten hatte ich auch. Das ist auch alles Klee weg schon. Hallo? Bleib mal hier stehen, so. Wie viele Karotten habe ich da? Ach Gottchen, die kann ich ja. Oh mein Gott, das ist ja... Hätte ich mir ja noch mal welche kaufen können. Richtig viel sogar. Karotten, wie viel Dünger habe ich denn noch? 19 mal Dünger habe ich. Die Primeln hatte ich schon, ne? Ja. Paprika habe ich jetzt komplett gedüngt, ne? Chili düngen. Könnte meine Auberginen noch düngen. Okay, die brauche ich nicht düngen, weil die sind mittlere Qualität. Kann ich auf jeden Fall den Dünger hier reinpacken. Stockrosen brauche ich. Jetzt mache ich erstmal die Gazanien und diese komischen St. Pauli-Dinger. Da brauche ich auf jeden Fall auch noch. Gut, dann beenden wir den Tag. Und ich glaube, wir müssen noch ein paar Tage rumkriegen, damit wir das alles... So. Dinger nehme ich mit. Dinger nehme ich mit. Dünger packe ich auch gleich wieder hier rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Unkraut muss weg. Sechsmal Unkraut habe ich. Boah, heftig. Aber das ist alles gedüngt. Hier ist kein Unkraut dabei. So, Paprika-Feld muss ich auf jeden Fall erweitern. Vielleicht kann ich ja sogar Paprika hinbauen. Muss ich mal gucken. Das hier vorne ist nicht bewässert. Warte mal, das bewässert alles, das bewässert alles. Die Dinger müsste ich da jetzt eigentlich ernten können, ne? So, die habe ich geerntet. Aber war das auch komplett ein Feld? Ja. Er hat mir gesagt, ich habe neue Waren im Online-Shop. Da kann ich sie.
St. Paulia-Saat. Wie viel brauche ich denn da? 8 Stück. Okay, dann machen wir die doch gleich. 8 Stück, ne? Kriegt man hin. Wunderbar. Meine Miets ist hier. Das geht alles da. Ich kann auch noch auf jeden Fall noch Karotten bestellen, ey. Also, das ist ja... Kaufe ich auch nochmal 20. Vielleicht sogar noch ein bisschen Salat oder so. Mal sehen. Erstmal die Blumen. Kein Platz im Inventar. Alles klar, der Dünger muss weg. Bumm. So, dann machen wir erstmal die Karotten. Sehr gut, die werden aber alle bewässert. Natürlich ein bisschen nachhelfen hier. So. Und dann die Dinger. Die können... Ach, die sind ja überhaupt nicht groß hier. Ach, meine Güte. Kriege ich die sogar vielleicht sogar noch mit hier vorne rein? Wie viel sind das? 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Aber die müssen ja nicht gute Qualität haben. Das ist ja nur, dass ich die hab, ne? So, die Karotten hier. Das flutscht ja. So, dann haben wir die Karotten, haben wir das abgehört. Dann die Gerzanien haben wir auch. Dann können wir mal weiterschauen, was wir hier noch hatten. Die haben wir jetzt endlich. Jetzt brauchen wir aber die hier noch. Da brauche ich einen bestellt mit 16 Leberbalsam. 16 Stück. Wie viel teuer sind denn 16 Stück von den Dingern? 192? Naja, kaufen wir. Kriegt man hin. Kriegt man sogar ein komplettes Feld. Vielleicht mache ich das hier hinten nur noch mal weg. Ich habe ja Grassamen. Dass ich das dann hier vorne... Ich könnte ja natürlich auch noch ein bisschen Salat. Warte mal. Wo haben wir denn Salat? Hier. Nur nochmal 5. Nicht da nochmal 10. Ah, kann ich nur 9 machen? Und dann mache ich 6. So, 6 mal Salat noch. Jetzt war mein Geld wieder weg. Aber egal. So, das waren die 16 von den Dingern. So, die müssen natürlich alle gegossen werden. Ah, das läuft ja. So, die Kanne auffüllen. Dann haben wir die Aufgabe auf jeden Fall auch dann später erreicht. Dauert zwar noch ein bisschen. Ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt. Wunderbar. So, das ist alles fertig. Sehr gut. Dann kann man den Salat noch reinpacken. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweimal Salat möchte ich bitte noch. Könnte ich sogar viermal noch machen. Gut, dann kommt noch viermal Salat. Dann sind immer noch 3 Unkräuter hier und das hier hinten kann ich ja zumachen eigentlich. Das hier hinten kann ich ja eigentlich dann zumachen. So. Ja, der wird nicht gegossen hier, den muss ich selber gießen. Na gut.
Der wird gegossen. Sehr gut. Neuer Fähigkeitspunkt. Was passiert denn bei Mähen? Jede Stufe von Mähen erhöht die Füllgeschwindigkeit der Mähleiste um 20%. Die Fähigkeit beeinflusst den Mähroboter. Komposter. Effektiv 5% Düngeschwindigkeit. Ja komm, Mähen muss ich auch machen. Mensch, bleib stehen. Und meine Bank hier schön hier vorne hin. Schön mit dem Gartenzwerg dazwischen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach ja, ich wollte ja hier. Was? Habe ich da jetzt wieder meine Pflanzen weggemacht? Ich habe meine Pflanzen weggemacht. Na gut, dann muss ich das nochmal neu anlegen hier. Das waren die 16 Dinger da, ne? Das waren hier 16 Mal, ne? Kann ich mir nur 12 leisten? Na, großartig. Okay, dann, So, warte mal, ich könnte aber auch hier. Das ist. Nee, ich bin ja noch nicht so richtig. Bin ja noch nicht so richtig glücklich. Wo ich das hinmache mit den Dingern. Könnte es ja theoretisch gesehen. Hier hinmachen. Muss natürlich der Weg hier drüber. Brauche erst die Steine. Warte mal, ich brauche nochmal. Ne, das mache ich anders. So, und dann brauche ich noch so ein paar Randsteine, ne? Randsteine. Mal gucken, dass ich hier das Beet hinkriege. Hier ist natürlich ein bisschen Luft noch irgendwo. Mal sehen, wie ich die platzieren kann, die Randsteine. Komm, schmeiß, du musst sie eh hierher schmeißen.
Bin mit denen noch nicht so richtig zufrieden, ja. Könnt die natürlich da rein. Vielleicht kriege ich ja sogar hier das Gras hin. Ja. Sehr schön, dann kann ich nämlich hier das andere Bild machen. Das ist dann die Richtung. Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch Randsteine ein paar. Ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Vielleicht erstmal noch ein paar Sprenger. Die müsste ich mir ja eigentlich leisten können. Gerade so. Gerade so könnte ich mir die Sprenger noch leisten. Also den brauche ich ja auf jeden Fall. Den brauche ich ja. Mittlere Qualität. Habe ich die nicht schon gedüngt? Ich habe die doch eigentlich gedüngt. Die brauche ich nicht düngen hier, ne? Das sind die 8 Stück. Die brauche ich nicht düngen. Dünger ablegen. Was hatte ich jetzt? Sprenger. So, jetzt habe ich das. Und jetzt beenden wir die Folge, würde ich sagen. Und machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Macht's gut. Tschüssi.